Ja, hallo Freunde der Nacht, hier ist Christian Schmeier, Therapeut, Psychologe und so weiter und so fort. Und ja, wir machen mal weiter mit der beliebten Reihe 25 Minuten gegen heute Bindungsangst. Was kannst du tun gegen Bindungsangst? Das ist wieder so ein Basic-Video heute, aber ich werde auch eine kurze Mail ein bisschen später mal vorlesen und ja, werde so ein bisschen sagen, was ist Bindungsangst nicht, was muss man da so trennen, natürlich auch, was sind so erste Schritte, um da rauszukommen. Ja, Bindungsangst ist ein ganz spannendes Konzept. Ich würde behaupten, dass ganz viele Menschen, die auf meinem Kanal zumindest sind, ein Thema mit Bindungsangst, selbst wenn sie vielleicht gerade verlustängstlich sind. Also das ist so eine ganz spannende Dynamik. Also ganz viele kennen das so, dass sie immer, ich nenne das immer so, der Pluspol sind in der Beziehung. Das heißt, sie laufen immer hinterher und sind so ein bisschen liebessüchtig und verlustängstlich und daten immer die falschen Leute. Und dann lernen sie, vielleicht auch mit meinem Liebesche-Programm auf liebesche.de, dann lernen sie vielleicht, ja, ich schaffe es, diese Bad Guys nicht mehr zu daten. Und kommen dann zu jemand Netteren und dann so, oh Gott, nee, das geht ja gar nicht, also überhaupt völlig undenkbar und sagen, das war ein ganz netter Typ, warum kann ich den nicht daten? Das ist so ein bisschen in diesem Falle passive Bindungsangst. Das hat ja Steffi Stahl auch sehr schön rausgearbeitet. Also das ist diese passive Bindungsangst, wo du so denkst, du bist eigentlich eher verlustängstlich, kommst aber an jemand, der vielleicht noch ein bisschen plussiger ist und kippst dann total ins Minus. Und das unterscheidet mal ein bisschen von aktiver Bindungsangst. Ja, also jemand, der von sich aus auch sagt, boah, ich kann niemanden an mich ranlassen, ich kreiere Distanz, ich kann das alles nicht und ich will eine ganz dünne Beziehung haben. Das wäre eher so aktive Bindungsangst. Was ist Bindungsangst nicht, wenn jemand einfach sagt, ich habe keinen Bock auf Beziehungen, also ich will irgendwie Single-Plus-Leben haben, offene Beziehungen, Situationships, One-Night-Stands, das ist nicht Bindungsangst, das ist einfach eine Entscheidung. Also total okay. Ob einer es glücklich macht, muss jeder selber wissen. Aber das ist jetzt nicht Bindungsangst, weil manchmal arbeiten sich Leute so ab an anderen, die gleich gesagt haben, hey, das ist Beziehung ist nichts für mich, ne? Es ist einfach nichts für mich. Und arbeiten sich dran ab, die davon zu überzeugen, dass sie Bindungsangst haben und ein Buch lesen müssen über Bindungsangst. Das ist nicht der Weg. Wenn jemand es einfach nicht will, will das halt nicht. Ne? Muss man jetzt auch nicht problematisieren, unnötig. Ja, ist einfach nicht das Richtige. Was wir ja auch relativ wenig besprechen ist, ich sag mal so, es gibt so die Feldwald- und Wiesen-Bindungsängstler, also dieses, ich will jetzt nicht den Begriff normal benutzen, aber was halt ganz viel vorkommt so. Und dann gibt es natürlich so die manipulative Variante. Die besprechen wir immer nur so im Rahmen von den Partnern, die in diesen E-Mails auftauchen. Also vielleicht narzisstische Menschen, aber ich meine, der Begriff ist auch schon so abgenutzt. Aber ja, sagen wir mal, ja, narzisstische Menschen, die vielleicht ganz eigene Ziele haben, die diese Ziele aber nicht kommunizieren, die einfach sich nur um sich drehen, jedes Mittel ist ihnen recht, erzählen dir sonst was, also sind häufig auch bindungsängstlich, aber eben auf so eine andere Art, die eben nicht transparent ist. Da wird eben hinterm Rücken ganz viel gemacht, wirst du belogen, betrogen und ich weiß nicht was, kennen wir ja alle, den ganzen Mist. Grundsätzlich sind meistens solche Menschen auch sehr bindungsängstlich, neigen aber eben natürlich in ganz unterschiedlichen Schweregraden dazu. Ist sowieso so ein bisschen mehr im Minus, dass man so leichter ans Ego kommt oder leicht so ein bisschen unempathisch wird. Aber da ist es halt noch viel extremer. Aber ich vermute mal, die würden sich solche Videos eh nicht angucken. Also ist das jetzt ein bisschen mehr so für die Feldwald- und Wiesenbindungsängstler. Ich sag vielleicht trotzdem noch was zu meinen Kursen dazu, weil ich habe auch einen Kurs für die, die sagen, boah, ich bin da eher auf der dunkleren Seite unterwegs. Aber dazu vielleicht am Schluss noch ein bisschen mehr. Ja, was heißt denn jetzt eigentlich Bindungsangst? Also es gibt so einen Teil, der vielleicht problematisch ist oder irgendwie psychisch überlagert oder charakterlich und es gibt einen Teil, der ist völlig normal. Also genauso wie Verlustangst ein Stück normal ist, weil wir Herdenwesen sind, weil menschlichen Kinder nichts können im Gegensatz zum Kuhkalb.
extrem hilfsbedürftig sind, die Natur offensichtlich der Meinung war, oder die Evolution, dass wir besser klarkommen, wenn wir sehr zusammenhalten, haben wir alle ein Verlustangstding, ne? Wir wollen alle nicht zu weit weg sein von der Herde. Klar, man kann mal alleine leben, aber ja, Mensch ist schon eher so ein Herdentier oder ein Gruppentier. Und ja, da ist natürlich Verlustangst ein Stück auch ganz normal, aber wir wissen natürlich alle, es gibt Mengen an Verlustangst, die sind vielleicht problematisch. Und genauso ist es mit Bindungsangst auch. Da kommen wir auch schon zum wesentlichen Unterschied. Bindungsangst wird häufig nicht als Angst wahrgenommen, ne? Bindungsangst wird wahrgenommen als ein Beklemmungsgefühl oder als absterbende Gefühle sowieso, als absterbendes Interesse, als will ich nicht mehr. Oder vor allen Dingen, ich verliere meine Freiheit. Also es ist ein bisschen der Gegenspieler zur Verlustangst. Nämlich, wie gesagt, ein Stück weit auch völlig normal. Einerseits, wie gesagt, dieser Wunsch nach Bindung, auf der anderen Seite der Wunsch nach Autonomie, sagen wir mal. Ich will mich nicht einschränken, ich will mein Ding machen. Und ja, ist auch zum großen Stück auch normal. Ist, was heißt normal, aber wie gesagt, gehört zu uns dazu. Aber klar, wenn du zum Beispiel in der Kindheit, Mutti hat immer deine Grenzen überschritten, oder Papi hatte ich nie in Ruhe gelassen, oder du hast, gibt es ja auch so Hinweise drauf, dass zu viel auf Dating-Apps sein, macht einen bindungsängstlich, zu viel schlechte Erfahrungen. Also das Ganze ist halt auch so ein bisschen, also nicht nur die Freiheit verlieren, sondern ist auch so ein bisschen, möchte mich nicht wieder verletzen lassen. Ne? Das wirkt von außen auch sehr bindungsvermeidend, wie ich auch manchmal gern sage. Dann, was auch noch ein bisschen reinfällt, das ist eigentlich so der gleiche Chip, sag ich mal, im Kopf, ist, es muss nicht immer Beklemmung sein, das kann sich auch so äußern als, ja, Langeweile. So, wobei Langeweile jetzt nicht jede sichere Beziehung hat Phasen, die so ein bisschen langweilig sind, ne? Wird, glaube ich, jeder sagen, der lange mit dem Partner zusammen ist und auch ganz glücklich ist, dass es auch mal ein bisschen, ja, die Beziehung lebt halt so vor sich hin und ist auch kein Drama, du kannst super arbeiten, was weiß ich, außer manchmal fehlt so ein bisschen vielleicht die Action. Und man könnte auch sagen, dass so ein Ausdruck von so, was wir immer gern so bindungsängstlich nennen, ist eben auch, dass manche Menschen brauchen halt wahnsinnig viel Drama, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, wollen wir jetzt hier nicht besprechen, aber die brauchen halt ganz viel Drama. Einerseits wollen sie dann diese Drama-Beziehung nicht, aber wenn die Beziehung dann ruhig ist, ich will jetzt gar nicht sagen zu ruhig, so eigentlich so normal ruhig, dann ist für die schon, ach du Scheiße, ich halte das nicht aus, ne, was ist los, ist alles ganz ruhig hier, ich brauche Action. Es gibt wirklich Menschen, vielleicht auch aufgrund ihrer Gehirnstruktur, Erfahrung, whatever, finde ich das nicht leicht, so, ne, obwohl sich das eigentlich wünschen. Das ist überhaupt eins der Hauptthemen von Bindungsangst, sagen ja auch ganz viele, sie wünschen sich eigentlich eine Beziehung, lehnen dann aber unbewusst das ab, was eigentlich in eine Beziehung führen würde, so, ne? Nämlich ein Partner, der eben nicht so ein Dramapartner ist, so, ne? Ja, vielleicht gehen wir mal kurz in die E-Mail rein, da kann man noch so ein paar Sachen erklären. Kannst du mir auch gerne solche Fragen stellen über ein Formular auf liebeschip.de. Lieber Christian, ich höre nun schon seit einiger Zeit deine Podcasts und habe nun auch deinen Datingkurs gemacht. Da ich immer die Abhängige war, also nicht immer Pluspol und mich viel zu stark angepasst habe, da ich auch sonst viel an mir gearbeitet habe, konnte ich schon bald die toxischen Menschen aus meinem Leben entfernen bzw. gar nicht erst reinlassen. Ja, das ist immer so ein ganz wichtiger Step, wenn man das jetzt gelernt hat. Du hast mir so geholfen, danke. So, jetzt finde ich mich aber ganz plötzlich auf der anderen Seite wieder. Ich möchte nicht sagen im Minuspol, weil ich mir dessen bewusst bin und den anderen nicht ausnutzen möchte. Das meine ich ja eben mit dem, ja, manipulativen Teil. Aber vielleicht bin ich jetzt doch einer, ne, wird es wahrscheinlich nicht schreiben. Dieser neue Mann in meinem Leben ist plötzlich sehr klar in dem, was er möchte. Er hat Zugang zu seinen Gefühlen. Das hört sich immer so nett an, aber ich weiß genau, was damit gemeint ist. Es ist dann so, ach du Scheiße, ne? Oh Gott, das kommt mir jetzt. Aber das ist vielleicht das erste Mal, dass du eine echte Nähe erlebst, ne? Weil das ist immer dieses Spiel von passiver Bindungsangst und aktiver Bindungsangst. Das ist ja einer flüchtet und der andere läuft hinterher. Aber es ist immer Distanz in diesen Beziehungen, ne? Also es wird auch mal behaupten, wenn der aktive Bindungsängster plötzlich umdrehen würde und sozusagen, ja, jetzt will ich dich,
dann wird der Passive zum aktiven Bindungsängstler werden. Also diese Dynamik muss man mal einmal verstanden haben. Das war mir im Modul 1 auch nochmal ganz genau erklärt, Umprogrammierung des Liebeschips. Ja, also genau. So, dieser neue Mann ist sehr klar in dem, was er möchte. Er hat Zugang zu seinen Gefühlen und er spürt meine ganz deutlich. Da entsteht jetzt halt echte Nähe und das ist scary für dich, ne? Er ist sehr committed und will das alles weitergehen mit mir. Und ich stelle plötzlich fest, dass er optisch gar nicht mein Typ ist. Waren die Minuspole vorher in meinem Leben auch nicht, aber es hat mich nicht gestört. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das stelle ich immer wieder fest, dass immer so ein Bad Guy oder so eine Femme Fatale datet, wird alles akzeptiert, ne? Jedes Scheißverhalten und sieht nicht gut aus und was weiß ich. Und bei den eigentlich, die eigentlich besser für einen werden, da wird nur rumgekrittelt, ne? Das ist auch so passive Bindungsangst, ne? Und ich bekomme Beklemmung. Ich meine, wenn du ihn nicht attraktiv findest, aber da kommen wir gleich noch zu, dann ist es natürlich so. Mir ist das auch sehr bewusst und ich beobachte mich da selber und versuche daran zu arbeiten. Was empfiehlst du denn in so einer Situation? Du hast ja ganz viele tolle Hilfestellen für Pluspole. Was würdest du einem Minuspol mitgeben? Wie kommt man da wieder raus? Ich weiß, dass es nur die andere Seite derselben Medaille ist. Vielleicht bin ich auch noch nicht so weit wie gedacht. Ja, also das ist der ganz, also das kann ich hier der Mail schreiben und sagen, das ist der ganz normale Weg. Das ist jetzt die nächste Station und die ist auch unspektakulärer, aber fast schwieriger als so sicher aus Liebeskummer rauszuarbeiten, weil das manchmal so schwer fassbar ist. Also wie man dran arbeiten kann, ist sich erstmal klar zu machen, in Beziehung, warum heißt es eigentlich Freiheit verlieren, warum ist das beklemmend, wenn dich jemand mag, warum kann das überhaupt beklemmend sein, weil zum Beispiel erleben ja ganz viele Menschen, wenn die einen Hund haben oder eine Katze, die auch ständig dran ist, ständig kuschelt, ständig was will, hat man da Bindungsangst? Also habe ich, glaube ich, noch nie gehört irgendwie. Komischerweise da nicht, ne? Also was und sich das mal so klar zu machen, was ist denn da eigentlich unterschiedlich, ne? Also auch da ist vielleicht so eine Erkenntnis, dass Bindungsangst vor allem irgendwas ist, was so in romantischen Beziehungen auftritt. Also so, sag mal, mit Haustieren, oder ich weiß jetzt nicht vergleichen, oder mit Kindern, höre ich das auch eigentlich fast nie so. Freunde manchmal, aber es ist vor allen Dingen was in Liebesbeziehungen, weil da natürlich auch viel von einem gewollt wird, so, ne? Der andere will ja auch wirklich was von einem. Also, das muss ich erstmal klar machen, warum verbinde ich Beziehungen mit Beklemmung und meine Freiheit verlieren. So, ich meine, klar, ein gewisses Commitment ist eine Beziehung natürlich, aber warum ist das bei mir so ausgeprägt? Und dann werden viele finden, dass sie vielleicht so diese People-Pleaser-Attitüden haben oder auch, man könnte auch sagen, so co-abhängige Attitüden, so dass man vielleicht gelernt hat, also bei Mami schon vielleicht, wenn ich sage, ich brauche jetzt mal meine Ruhe oder ich brauche jetzt mal Raum, dann bin ich irgendwie abgewatscht worden oder dann war Mami beleidigt oder ich weiß nicht was. Also dass man irgendwie sowas, so eine Verknüpfung im Kopf hat. Ich darf mich eigentlich nicht, was man ja durchaus darf in der Beziehung, nicht ganz normal abgrenzen und sagen, was ich mir wünsche. Naja, das müssen ja auch nicht immer angepasste Wünsche sein, so, ne? Was weiß ich, wenn du 24 Stunden PlayStation spielen willst, ja, dann willst du eben 24 Stunden PlayStation spielen, ne? Und dann hast du aber vielleicht gelernt aus der Kindheit, oh, wenn ich jetzt sage, was ich wirklich will, dann ist hier Armageddon irgendwie, ne? Dann werde ich nicht mehr gemocht und geliebt und ich weiß nicht was. Und das muss jetzt alles nicht bewusst sein, aber das kann so in einem drinstecken. Und das sollte man mal erforschen, so, ne? Ob da sowas ist und dann wirklich ganz bewusst, weil das kriege ich oft gar nicht so mit, wirklich mal ganz bewusst durch diese Beziehung gehen, in der du bist und zu gucken, wo tritt denn das jetzt auf und wo habe ich vielleicht ein Bedürfnis nicht kommuniziert, wo habe ich vielleicht nicht gesagt, ja, ich brauche jetzt aber mal einen Tag für mich, ne? Oder ich brauche mal einen Abend alleine und warum sage ich das nicht? Ist das auch wirklich so, dass der Partner nicht gut mit Abgrenzung umgehen kann? Dann wäre es vielleicht nicht der Richtige so, ne? Oder stehe ich mir das auch nicht zu sagen, was ich wirklich brauche? Weil das fällt manchen so leichter in so Horrorbeziehungen. Dann klar, wenn du immer scheiße behandelt wirst, kannst du natürlich sagen, sag mal, spinnst du, was willst du denn? Und Grenzen setzen. Und aber wenn das so subtil ist, also wenn eigentlich keiner irgendwie was Schlimmes macht und du einfach nur mal deine Bedürfnisse äußern musst auf einer täglichen Basis, das kann schon extrem unangenehm sein und das kann so ein Auslöser sein eben für diese
ja, übertriebene Bindungsangst. Also es ist wirklich auch erstaunlich hakelig, da so dran zu arbeiten. Und man braucht auch einen Partner, der da einerseits gewisses, also gar nicht zu viel Verständnis dafür hat. Andererseits aber auch, der Partner sollte aber auch nicht so ein People-Pleaser sein, der so, der sich dann vielleicht von dir rumschubsen lässt. Also da mal sagst du was, mal sagst du nichts, dann was weiß ich, mal bricht es wieder aus dir raus. Ich kann das alles gar nicht, weil du 2 Wochen lang dich nicht abgegrenzt hast. Also du brauchst schon einen Partner, der das ein Stück weit versteht, aber auch ganz klar mit dir kommuniziert. Also man denkt ja immer, für Bindungsängstler wäre gut, jemand, der so, ja, nee, du kannst dann, musst du jetzt eben 3 Wochen alleine sein und okay, dann kannst du dich eben nur auf ein Date im Vierteljahr treffen oder so. Nee, das bringt gar nichts. Du brauchst ein Gegenüber, was auch ganz klar sagt, sorry, das geht mir jetzt hier echt zu weit. Also wenn du die Beziehung hier so ausdünnen willst, da habe ich keinen Bock drauf. Also es ist eigentlich viel besser für so einen Bindungsängstler, weil dann weißt du einfach klipp und klar, woran er ist. Also für einen Bindungsängstler ist wirklich so eine ganz klare Kommunikation, authentische, also nicht ärgerliche oder so, aber eine ganz authentische, eigentlich könnte man auch sagen, bindungssichere Kommunikation auf Seiten des Gegenübers wäre so das Richtige, ne? Für so jemanden, der jetzt egal, ob der passiv oder aktiv bindungsängstlich ist. Ja, also das wäre so das Thema, wo man dran arbeiten müsste. Das sind bei mir so die Module 4, Co-Abhängigkeit und Bindungsangst, Modul 9, passive Bindungsangst, und für so die eher, soll ich mal sagen, vielleicht die mehr manipulative Schiene habe ich Modul 6 für Hardcore-Bindungsängstler. Und genau, was gibt es noch für Tipps? Also hier ist was ganz Wichtiges drin, ist optisch nicht mein Typ. Also mein Tipp ist, jemand zu daten, der optisch voll dein Typ ist, aber trotzdem eben nicht Bad Guy femme fatale, also trotzdem committete Person, mit der du wirklich eine Beziehung aufbauen kannst, aber dass du nicht über diese, das ist zu viel, also jemand, den du nicht attraktiv findest und der außerhalb deines Beuteschemas liegt, deines bisherigen, das ist zu viel, ne? Also mein Tipp ist, date jemand Attraktives, so, das hilft dir doch enorm. Zweiter Tipp ist, nicht zu schnell die Flinte ins Korn werfen, ne? Also es kann mal sein, dass du eine Woche mal denkst, boah, ich fühle gar nichts mehr, und dann ist es aber plötzlich wieder da, also ein bisschen auch ein bisschen Geduld haben, so. Und dritter Tipp ist, date nicht Menschen, die zu needy sind. Das geht für so passiv bindungsängstliche Leute absolut Horror. Selbst wenn sie vorher needy waren in anderen Beziehungen, es ist unheimlich leicht, so zwischen Plus und Minus hin und her zu schwappen, aber es ist erstaunlich mühsam, ins Plus zu kommen, ne? Das ist wirklich in die Mitte zu kommen, nicht ins Plus. Also das ist wirklich verrückt. Also das wären so ein paar Tipps, die ich da so hätte. Wie gesagt, ich halte auch mehr davon, in einer Beziehung zu üben, wo man so leicht bindungsängstlich ist, halte ich mehr davon, als immer an Verlustangst zu arbeiten. So finde ich zielführender. Es kann sein, dass es dauert, bis du das richtige Match findest, so, ne, weil, also du brauchst weder, wie gesagt, jemand, der noch bindungsängstlich ist als du, noch jemand, der so needy ist. Und da hast du aber vor allen Dingen auf Dating-Apps, also das ist ja auch immer so ein bisschen so ein, wo ich so ein großes Fragezeichen mache, ob da Dating-Apps einem weiterhelfen, weil je länger du auf einer Dating-App bist, umso mehr bist du eigentlich bindungsvermeidend. Und viele sind da natürlich ewig drauf und, also ich glaube, man geht davon aus, so dass Dating-Populationen über 40, dass da 80% Bindungsängstler sind auf Dating-Apps. Da musst du jetzt nicht wundern, wenn es dauert, bis das mal passt. Also jemand, der dich nicht ewig antriggert mit seinen Spielchen, die er spielt, aber jemand, der dich auch nicht antriggert mit, ich muss dir jetzt jeden Tag 100 WhatsApp schreiben und die musst du alle beantworten und so weiter. Also da, das Match ist da wirklich absolut entscheidend. Also das ist so ein bisschen meine Lehre. Nicht immer an jeder Beziehung rumdoktern, wenn man einfach merkt, das haut sowieso nicht hin, sondern lieber versuchen, echt ein gutes Match zu finden und da so ein bisschen auch zu suchen. Wie gesagt, idealerweise sollten diese Probleme, selbst in einer guten Beziehung, sollten vor dieser berühmten 200-Tage-Grenze, also so bummelig 6 Monate, sollten die nicht auftreten. Also wenn du vorher schon bindungsängstlich wirst,
ist wahrscheinlich vor allen Dingen unter Umständen nach ein paar Wochen schon, ist wohl nicht der richtige Partner. Also es sollte eine ganz normale Verliebtheit geben. Und wenn dann irgendwie nach 7, 8, 9, 10, 12, 18 Monaten, 24 Monaten mal bindungsängstliche Phasen auftreten und so, das ist dann, wo man super dran arbeiten kann. Aber das sollte jetzt nicht irgendwie auf dem dritten Date schon ein Riesenproblem sein. Ne? Das ist dann auch nicht so das Richtige. Ja, genau. Kurse habe ich genannt. People-Pleaser-Kurs wäre dann auch noch, vielleicht auch noch ein vierter, der da gut passen würde. Schau gerne mal auf liebeschipp.de vorbei. Jetzt fast die 25 Minuten rum. Danke fürs Zuhören. Macht die Frage in Kurse. Abonniert gerne meinen Kanal. 50% gucken ja ohne Abo. Drückt doch einfach mal kurz drauf. Das würde mich sehr unterstützen. Schau, ihr Lieben.